Der Kindergarten und die Kinderkrippe in Winden am See wurden nun offiziell ihrer Bestimmung übergeben. Bürgermeister Erwin Breiner konnte Landeshauptmann Hans Nissel, Landesrätin Magistra Astrid Eisenkopf, Bildungsdirektor Heinz Zietz und viele Besucher zur Übergabe begrüßen. Natürlich war auch Dr. Alfred Koller, Obmann der Oberwarter Siedlungsgenossenschaft, die den Bau errichtet hatte, anwesend. Vom 3000 Quadratmeter großen Grundstück sind ca. 1000 Quadratmeter verbaut. Der Rest ist als Außenanlage mit Spielplatz und angrenzend an die Volksschule angelegt. Der Musikverein Winden am See und die Kindergartenkinder sorgten mit ihren Auftritten für gute Unterhaltung. Aber bei meinen Kolleginnen bedanken. Ohne sie wäre der Umzug nicht so geworden, wie er war. Ich glaube, wir hatten trotz Stress viel Spaß dabei. Es zeigt, dass wir ein gutes Team sind und ich bin stolz, die Leiterin dafür zu sein. Dankeschön. Ich wünsche uns nun eine schöne Feier und einen gemütlichen Nachmittag. Danke. Dann fangt das an zu gaben, an die Arbeit fertig los. Ich messe, rechne schwer, ob diese Strecke reicht. Ich zeichne hin, ich zeichne her, das Planen ist nicht leicht. Soll das bezahlen? Ja. Ich frage mal unseren Bürgermeister, wer das will. Die Gemeinde ist nicht reich, doch der Kindergarten ist wichtig. Kommt her, ich zahle gleich. Ihr Bauarbeiter, schnell herbei. Du steckst die Spaten ein, knapp 1 für 3, das soll der schönste Kindergarten sein. Das Bach brauchen wir auch, dann sind wir vor Regen und vom Wind geschützt. Fenster vergessen, die Sonne muss rein. Und nun muss Farbe an die Wand, damit unser Haus richtig strahlen kann.
Tische und Stühle brauchen wir, dann können wir spielen in unserem Quartier. Jetzt ist es geschafft, wir haben uns fertig gemacht. Jetzt laden wir alle Gäste ein zum Tanzen und zum Singen. Das ist fein. Geschätzte Gäste, werte Damen und Herren, zum heutigen sonnigen Samstagnachmittag anlässlich der Eröffnung unseres Gemeindekindergartens mit Kindergrippe möchte ich Sie seitens unserer Gemeinde Winden am See als Bürgermeister der Gemeinde sehr herzlich begrüßen. Im Besonderen heiße ich natürlich nochmals willkommen die Wichtigsten des heutigen Nachmittags und auch diejenigen, die das Gebäude bewohnen werden. Es sind ihre Kinder mit den Eltern, anwesenden Großeltern und natürlich auch den Kindergartenpädagoginnen. Allesamt ein herzliches Willkommen. Man kann mit Fug und Recht heute sagen, das Werk ist vollbracht. Bei einem tollen Eröffnungsevent ist der neue Kindergarten unserer Gemeinde Winden am See fertig errichtet, vollständig gebaut. Sie werden es in der Besichtigung anschließend selbst sehen können. Wir haben hier den Indoor-Bereich wirklich, glaube ich, ausgezeichnet über die Bühne gebracht, von der Planung bis zur Realisierung, bis über die Bauaufsicht und bis zum ersten Einzug hier vor einigen Wochen, Ende September dieses Jahres. Des Weiteren weist auch die Außenanlage eine tolle Anlage auf, die, glaube ich, fast einzigartig ist, was Kindergartenaußenanlagen betrifft. Und das ist insofern nur möglich gewesen, weil hier auch die Kindergartenpädagoginnen mit ihre Gedanken und Ideen eingebracht haben, auch was die Gestaltung und die Raumordnung hier im Haus betrifft. Auch für diese produktive Mitarbeit und Schaffenskraft noch einmal ein herzliches Dankeschön an euch. Ich darf mir nun erlauben, der Kindergartenleiterin stellvertretend auch für die übrigen Bediensteten symbolisch einen Schlüssel zu übergeben. Die eigentlichen Schlüssel befinden sich ja natürlich schon in ihren Händen. Die OSG und die Gemeinde Winden verbindet eine Partnerschaft seit mehr als 15 Jahren und in diesen 15 Jahren sind 62 Wohnungen und 11 Reihenhäuser hier entstanden. Für uns war es selbstverständlich, als der Kindergarten zur Bauträgerschaft ausgeschrieben wurde, dass wir mitmachen und wir haben uns sehr gefreut, dass wir relativ eindeutig das beste Angebot legen konnten. Unsere Aufgabe war es, nach den Plänen des Architekten, nach den Vorstellungen der Gemeinde und der Kindergartenpädagoginnen dieses Haus zu bauen, die Finanzierung für die Gemeinde vorläufig zu übernehmen und es dann schlüsselfertig in der Zeit, in der gewünschten Qualität zu übergeben. Und wir haben uns gedacht, weil wir einerseits zwar Bauträger und damit Eigentümer des Hauses sind, dass wir etwas mitbringen, ein Geschenk für die Vervollständigung der Spiel- und Sportgeräte. Und dann war es so, wie das der Herr Diplom-Ingenieur Taylor als Hauptverantwortliche bei der Planung und Herr Prokuris Bleu von der Firma Terragaster gesehen haben, haben die gesagt, sie können nicht hinten bleiben. Sie werden diesen Betrag aufdoppeln. Wir werden also 3.000 Euro für Spiel- und Sportgeräte zur Verfügung stellen. Die beiden Herren, Diplom-Ingenieur Taylor und Herr Prokuris Bleu, haben sich sofort und spontan bereit erklärt, hier mitzutun. Ich darf diesen Gutschein der Leiterin übergeben. Bitte sehr, für ein Spiel- und Sportgerät Ihrer Wahl. Hier denken Sie sich 3.000
weil eine Minute vor Beginn dieser Veranstaltung die beiden Herren auch unbedingt mitmachen wollten bei der Aktion. Und dafür bedanken wir uns auch ebenfalls recht herzlich. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute hier in Wien dabei sein darf bei dieser Eröffnung dieser wunderschönen neuen modernen Bildungseinrichtung. Das Thema Bildung beginnt ja eigentlich schon weit vor dem eigentlichen Schuleintritt, nämlich bereits im Kindergarten, manchmal sogar noch ein wenig davor. Und gerade dieser Bereich der frühkindlichen Erziehung und der Elementarpädagogik hat in den letzten Jahren doch sehr stark an Bedeutung gewonnen und das meiner Meinung nach auch zu Recht. Dass wir natürlich auch alles dazu tun, um die Entwicklung unserer Kinder, unserer Jüngsten so gut wie es geht zu fördern und zu unterstützen. Es geht darum, aber auch die Übergänge zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen bestmöglich zu unterstützen. Ich darf mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei dir, Herr Bürgermeister, und bei deinem Team des Gemeinderates bedanken, dass ihr so vorausschauend geplant habt, dass ihr auch zukünftiges Wachstum berücksichtigt habt, auch für die immer gute Zusammenarbeit mit dem Land Burgenland. Ich darf euch sehr herzlich zu diesem großartigen neuen Kindergarten gratulieren und ich wünsche natürlich in erster Linie den Kindergartenpädagoginnen und vor allem den Kindern viel, viel Freude mit dem neuen Kindergarten. Alles Gute! Zunächst ein Danke an die Kindergartenpädagoginnen, denn das Programm, das wir gesehen haben, war ein tolles Programm. Das zeigt, dass hier eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und ich glaube, das Wichtigste von den Eltern ist natürlich der neue Kindergarten. Aber vor allem das Wichtigste für die Eltern ist zu wissen, dass die Kinder hier sehr, sehr gut nicht nur betreut werden, sondern dass es die erste pädagogische Einrichtung ist, die es in unserem Bildungssystem gibt und dass hier in Winden im Kindergarten wertvolle pädagogische Arbeit geleistet wird. Und ich darf mich bei Ihnen, Frau Kindergartenleiterin, und bei den Kindergartenpädagoginnen für die Arbeit, für die Leistungen im Pädagogikbereich sehr, sehr herzlich bedanken. Erster Bildungsbereich, ausgezeichnete Arbeit. Danke dafür. Also insofern wünsche ich den Kindergartenpädagoginnen und den Kindern natürlich alles, alles Gute, viel Freude im neuen Kindergarten. Elementarpädagogik ist die Bildungseinrichtung, aber sie muss auch Spaß machen, es muss Freude machen. Das wird sie auch. Gratuliere dazu und wünsche alles, alles Gute. Und ich habe den Kindern natürlich was mitgebracht. Jedes Kind kriegt natürlich auch einen Teddybären und die Kindergartenpädagoginnen auch. Ja. Also insofern kriegst du gerne den ersten. Alles Gute. Danke. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr sei mit euch. Lasset uns beten, allmächtiger Gott, wir preisen dich, denn du hast uns geschaffen und geheiligt. Nimm diesen Kindergarten unseres Ortes in deinen Schutz. Strecke deine Hand aus und segne alle Kinder und alle Menschen, die hier ein- und ausgehen. Gib, dass dieser Kindergarten ein Ort fröhlichen Spielens und Lernens für unsere Kinder sei und stehe allen in ihrer Erziehung und in ihrer Aufgabe bei, durch Christus unseren Herrn. Ich darf jetzt euer Haus mit Weihwasser besprengen, die Leute natürlich auch. Nehmen Sie ruhig Platz, danke auch für den Respekt. Jetzt kommt die Predigt, die vorgesehen ist und ich habe schon beim Sitzen gesagt, ich mache heute die kürzeste Predigt, die es gibt. Amen. Thank you.
Und ich wünsche jetzt Ihnen, uns allen, ja, einen schönen Rundgang durch den neuen Kindergarten in unserer Gemeinde. Ab jetzt ist das große Eingangstor geöffnet zur Besichtigung. Die Eltern, bitte, sollen bei ihren Kindern bleiben. Sind schon einige Herrschaften angestellt und holen sich was zu essen. Die Sonne lacht herunter. Der Musikverein wird vielleicht auch eine knappe Dreiviertelstunde oder Stunde uns musikalisch begleiten. Alles Gute, alles Schöne für den heutigen Nachmittag auch. Für den morgigen sonnigen Sonntag. Es gibt morgen auch in unserer Gemeinde, wie wir wissen, eine Familienwanderung, Start 14 Uhr am Festplatz vom Gmurstall. Dankeschön, alles Gute nochmal.